Hat aber gut die Batterie gerade geladen. Schon krass mit der Sicht. Mit dem runterschalten, dann rutschen. Coming. Doch, dritter Gang probieren diesmal. Ich bring die Reifen gar nicht auf irgendwelche Wärme. Bremst halt viel zu früh noch. Der Sound ist krass, sagst du, wie es ist, das ist schon krass. Wild. Alter. Ja, okay, das ist nicht so Formel 1. Du kannst nicht so runterschalten, das ist halt doch krass hier. Mal schauen, ob ich hier so hochkomme. Dritter Gang, glaube ich, müsste passen hier. Aber geil mit der Beschleunigung hier. Echt aufpassen mit dem Spalt in den zweiten, wenn man sofort sich dreht. Hier auch, also kein Formel 1 Style. Lieber bewusster schalten. Formel 1, alles andere kann ich mir nicht erklären.
trotzdem noch Bestzeit gefahren hier. Oh Gott, das habe ich. Ja, der zweite Gang hat mich einfach gedreht, Alter. Keine Chance. Schade, unser Überholmanöver hat Zeit gekostet, wa? Auch. Aber war geil. Na, warte. Oh nee, zu schnell in den dritten geschaltet oder was? Seriously? War ich noch so schnell? Was? Zweiter Gang ist so gefährlich, Mann. Schon wieder. Das ist nicht einfach mit dem. Du darfst halt nicht runterschalten, wenn du nicht richtige Speed hast. Hier schon wieder. Ich muss warten. Ich muss da ein bisschen probieren mit dem. Oh, kaum noch sitzen, Alter. Katastrophe. Aber ist heftig mit dem, ohne Witz. Also. Hat mir so ein bisschen gefehlt die Tage. Ja. Anders hinsetzen hier. Ich schalte wie Formel 1 mit dem. Ganz verkehrt. Schon, das kann nicht. Ich war doch nicht so schnell 5 zu 4. Ich war doch nicht so schnell, oder? Die Bremsen so schwach bei dem oder was? Keine Downshift Protection Schweinerei. Ja, jetzt bremse ich halt einfach mehr, weil ich halt Schiss habe, aber ist zu viel. Wieder ein bisschen eingewöhnen. Ganz normal Bremse mit dem Gängen. Also, und dann schalt, meine ich. Habe ich am Anfang mehr Feeling gehabt.
Vielleicht so und dann. Bisschen zutrauen. Ich bin im sechsten Gang eben hochgefahren. Krass. So eine Ohrfeige. Xenton fährt mit LMP2 schneller als ich mit LMP1. Ja, aber der Balken ist eine bayerische Watschende Sau. Sollen das jetzt hier fix? Du Frankfurter Hansel, du. Was soll das? Okay. Krass. So, was haben wir denn noch hier? Einfach rein in eine Formel 2. Und ich nehme jetzt meine Tabletten, aber dann kann ich mir. Komm, wir machen es auf 11. Wir verschieben es auf 11. Verschieben es auf 11. Tabletten. Machen wir ab 11. Sag mal, wo jetzt? Ach, du Scheiße, denn das jetzt? Wow, 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 wow. Hey, TG. Ja, ist geplant im Laufe des Tages. Wow. Was ist denn? Was ist denn? Zu stark gedreht hier. Wir machen gerade noch ein paar Tests. Wir testen noch auch ein paar GT3. Teste ich. Ich glaube, ich schaffe heute nicht alle Tests, aber morgen im Laufe des Tages LMW-Strecke, ja? Weil ich muss jetzt gleich meine Tablette nehmen und dann bin ich ja halt drüber erstmal, kann nichts mehr machen. Okay. Wir testen noch. Wir haben Jaguar GT3 getestet, wir haben noch Bentley GT3 getestet. Wir werden noch Ferrari und noch ein GT3 testen. Also noch drauf tun und schauen. Und ich habe die LMPs und die Formel reingetan. LMP 1 bis 3 und Formel 1 bis 3. Kannst du mal fahren, wenn du Bock hast. So ein LMP3 gefällt dir bestimmt auch, wenn du so Formel-Fan bist. LMP 3, 2, 1 probieren. Bestimmt nicht schlecht. Ich habe die Strecke heute für dich noch drin gelassen, weil du noch deine Bestzeiten fahren wolltest. Ich wollte die ja schon heute wechseln, aber dann dachte ich mir, Teacher hat mich darum gebeten, die Strecke noch drin zu lassen, noch welche Zeitmodus zu unterbieten und dann habe ich das natürlich gemacht, gerne für dich. Hast du geschafft, die Zeiten zu unterbieten oder so, oder?
Jetzt noch ein bisschen YOLO. Formel 1 bis 3 in LMP 1 bis 3. Sehr geil. Würde ich probieren. Besonders LMP. Ich würde probieren LMP 3, 2, 1. Mit hier Formel 2 hier. Ja. Also es ist, bei mir ist es wurscht, welche Temperatur ist. Ich mache meine Sache hier und fertig. Bin nicht so eine Pussy. Weißt du? Hab genug Wehwehchen in meinem Leben. Ich soll nicht nach einer Temperatur richten hier. Dann fahr doch eine schwere Strecke. Setz dich in Singleplayer und fahr Nordschleife. Ist doch okay. Wir machen einfach eine Strecke nach der anderen. Unabhängig von der Schwierigkeit oder nicht. Einige sind schwieriger, einige sind leichter, je nachdem. Einige sind auch für manche, je nach Skill, leichter oder schwerer. Also. Wie viele Strecken bist du jetzt bei uns mitgefahren? Ich glaube 2, oder? Ja, wir sind schon viele andere noch gefahren über die Zeit. Ich glaube, jede Strecke, die man halt nicht kennen oder kann oder nie gefahren ist, ist jetzt auch nicht so einfach. Aber ja, mache ich. Wird gemacht, Teach, zu Befehl. Die Strecke steht eh schon fest, aber ich glaube, das ist gar nicht so eine einfache Strecke. Grombi, alte Ford, ne? Hast du heute Formula Uno gesehen? Das ist schön. Das ist toll. Ich wünschte, ich könnte das auch. Ich habe meine Tabletten, meine letzten Tablettennahme jetzt um eine Stunde verschoben. Ich habe DS hier. Alles klar, Grommels, dann schönen Abend und schönen Start in die Woche. Bis morgen, vielleicht. Naja, du wirst dann irgendwas machen und dann werde ich ja weg sein und dann so weiter. Also, keine Ahnung. Wir kennen dich doch. Gestern war es auch wieder wild. Du hast Moin geschrieben, ich habe dir ein paar Sachen erzählt. Und du hast wieder nicht reagiert. Deswegen warte ich erstmal, dass du ein bisschen mehr schreibst, bevor ich dir wieder stundenlang Geschichten erzähle. Ich weiß, du bist ja müde und kaputt, von daher halten wir die Gespräche kurz. Guten Morgen, guten Abend, wie war dein Wetter, wie war dein Tag? Danke, gut, schön, ich schaue Formel 1 Highlight. Tschüss!
sind die besten Freundschaften. Halten ewig. Nur ganz kurz hier. Aber ich find's cool. Ich hab hier die LMP 1 bis 3 reingetan und Formel 1 bis 3. Und wird sich ausgetobt hier. Finde ich geil. Schnauze, du Luna! Was hab ich von dir, Grombi? Wie leise das Auto, oder? Okay, hier vielleicht im vierten hoch. Schon, Mann, was? Scheiß auf YouTube, du sollst nur mich schauen. Was soll das hier? Ich will auf dem Main-PC sein für immer. Gute Nacht, Ufo. Angenehme Träume. Mit der Hocharbeiten oder was? Kostet das Geld oder was? Pay to Monitor oder wie? YouTube braucht kein Schwein, wenn man Twitch live macht hier mit Gangsle. Also, was laberst du da? Steh nicht. Was der will schon wieder? Aber diese alten Leute. Diese Boomer gucken auf YouTube. Ach, da gebe ich dir ein leckeres Eis, aber du kannst lutschen und zuzeln, geht das schon. Bist du abgelenkt, tue ich mich auf den ersten Monitor und fertig, Ende der Geschichte. Was ist mit dir? Also, bist du kreativ hier? Alte Socke. Also, nee, das würde ich, mache ich nicht. Also, eis er sich selbst. Also, was ist mit dir? Glas lutschen. Also, eis im Essen selber, Main. Ich glaub, guck lieber YouTube. Ist vielleicht besser für dich.
Wenn du da die ganzen Ungepflegtheiten, Gepflogenheiten daher hast, dann guck das weiter. Mensch, Digga, jetzt hör mal auf, hier den Scheiß zu labern hier. Was ist denn los, Digi? Ich esse mein Eis selber, Digi. Kannst du mir selber einlutschen. Was ist mit dir? Klar, Digga, kein Problem, Digga. Ja, Digi, was soll denn das jetzt? Ja, guckst du YouTube. Ich will nur eine Runde fahren, eine gute Runde. Und dann will ich hier raus aus dem Auto. Nee! Fuck, jetzt bin ich dir hinterher gefahren, oder was? Das kann ich mir nicht vorstellen. TG labert irgendwas von... Schwere Strecke. Fahr mal mit diesem Auto eine gute Runde, TG. Fahr mal mit Formel 1 bis 3 eine gute Runde. LMP 1 bis 3 eine gute Runde. Mit allen GT3 ist eine gute Runde. Dann siehst du, wie schwer der leichte Strecke ist. Ah, kannst du dir nicht vorstellen. Fährt 2 Tage Auto. Kann ja doch mal gerade ausfahren und dann will er eine schwere Strecke haben hier. Hast du jetzt geschafft unter 2 Minuten eigentlich? 2 war nicht dein Ziel, dachte ich. Loser. Loser. Da wird eine schwere Strecke. Loser. Also ich würde ganz leid sein, um irgendwas zu fordern, wenn du da mal schaffst, das an der eigenen Zeit hier. Das ist doch gut, Gombi. Dann bleibst du hier. Aber ich hab beschlossen, dass du jetzt auf YouTube gehst. Und dir die Digis anschaust. Die ganzen Leute da. Diese gegenseitigen Penis erwedeln. Schimpf doch nicht über Essen, du bist doch Koch. Wieso sagst du immer so böse Sachen über Essen hier? Leicht Leberwurst. Also immer nur dich betitelt. Schließ nicht von dir, Krombi, aber andere. Was mit dir? Immer Center F1 drücken. Einfach F1 drücken, dann geht das schon. Hast du Help ohne Ende. Schnauze, du fettes Fleischpflanzer, Krombels. Mit dir. Fällt mir ein, ich habe nie mit dem DS gedrückt. Jetzt kommt hier Grombels im Schlafrock, oder was? Hier geht zum Beispiel DS. Bei der Hitze, Grombi, weiß ich nicht, aber sonst können wir drüber reden.
Ja, danke fürs Mitfahren, Xenti. War wie immer eine interessante Zeit mit Ihnen. Gute Nacht, Grombi. Bis morgen. Tschüss. Nee, sollte bitte längere Highlights sein. Da gibt es bestimmt mehr mit Interview, mit allem drum und dran. Und Pressekonferenzen. So, das passt. 2017. Finde ich heftig. Ist sehr, sehr aggressiv, das Auto. Sehr, sehr interessant zu fahren. Okay, wir haben Helve. Ich muss die finalen Tabletten für heute nehmen. Ich sehe nichts mehr. Wo sind die? Was ist denn das? Sind das die richtigen? Egal, rein mit denen. Rein mit denen, wird schon passen. Naja, die Pre-Final, ich muss nur welche nehmen. Aber erst in einer halben Stunde. Aber das sind die, die mich noch extrem schlapp machen und ultra müde. Deswegen machen wir die finalen Tests morgen. Trotzdem probiere ich mal kurz den. Ich würde gerne noch den Formel 2 2020 Formel 3 kurz testen. Und dann morgen vielleicht die zwei Autos von Cord noch, oder wir machen das auch, verschieben das dann für die nächste oder übernächste Strecke, zwei Autos. Wie sind die denn im Verhältnis, du hast die ja, wie sind die denn im Verhältnis zu den Autos, die wir gerade da haben? Sind die wieder Bentley, wieder Jaguar so langsam? Sind die wieder eine BMW so beschissen, so krass zu schnell? Wie sind die denn? Sind die wieder M6 so komisch seltsam, die Grundeinstellung? Vielleicht wieder Porsche, so, ja. So da irgendwie so eine Vorstellung. 50 Liter kannst du nicht vorstellen. Ach du Scheiße, haben wir jetzt schon wieder. Hier irgendwas? Nee, okay. Your exit's clear. Watch the white line. Okay. Bei dem Auto gar keine Hilfen an. Wir haben anderen halt auch nicht. Keine ABS, kein TCS. Deswegen fahren die sich auch immer schwieriger als die LMP-Autos, weil die LMP-Autos haben anscheinend TC. Ich dachte, die haben auch keine Hilfen, aber anscheinend haben die das doch.
Ja, fährt sich halt schon anders als das 2017er Modell. Eigentlich hatte ich es anders in Erinnerung, dass das 2017er Modell besser war zu fahren. Jetzt hier im direkten Vergleich, andere Strecke. Es ist 2020er schon. Uff. Halt einfacher, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich die erste Kurve schaffe mit dem, so richtig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich bremsen soll. Gucken wir mal einfach, wie wir es hinkriegen. Und gestrichen die Zeit, oder? Ja, scheiße, was weiß ich, also das leck mich. Also das erste Mal die erste Kurve mit einem neuen Auto ist einfach keine Ahnung. Sehr komisch gefahren eben. So muss ich hier nachher auch mal fahren. Viel zu einfach gerade gewesen alles. Weil es eine Runde ist, die nicht gezählt hat. Also kein Pressure, gar nichts. Das kannst du dir ja nicht vorstellen. Was ist denn? Alter, was ist... Ja, jetzt muss ich nochmal eine ganze Runde fahren, um die Chance zu kriegen. Da bin ich schon sowas von genervt, dass ich noch Blödsinn mache. Man kann aber schon sehr, sehr gut fahren mit dem. Bin ich stark. Schauen, wie viele Boxenplätze die neue Strecke hat. Vielleicht nehme ich auch nur ein Formel 2 Auto mit, damit wir für die Jungs und Mädels mehr GT3 haben. Nämlich Formel 1 bis 3 und LMP 1 bis 3 mit. Nicht Formel 1, 2, 2, 3. Wir nehmen ja auch zweimal Nissan, zweimal Porsche mit dabei. Und zweimal BMW, aber das ist ja wurscht. Ich habe jetzt einfach da gebremst, wo ich mir GT3 bremse. Auch also erste Kurve. Ganz wild.
Wo ist denn da wer eigentlich hin? Ist der gar nicht mehr zu Hause? Nur mein Discord gelesen heute. Bist du gar nicht da, David, oder was? Ich hab DS vergessen. Schon wieder. Weißt du, bei Formel 1 muss ich da Batterie hin und her spielen, da denke ich an alles, aber wenn du nur DS drücken musst, schon zu viel. Der Gino alles hat. Okay. Hast du Formel 1 geschaut, TJ, eigentlich heute? Wenn du schon nicht gefahren bist, so nebenbei geschaut, zufällig. Auch nicht, okay. Was hast du denn getrieben heute in der schönen Hitze? Schon am Pool, oder? Lunchbecken im Wohnzimmer Main. Ich wollte das eigentlich fragen, aber ich habe gedacht, komm, ich tue es einfach nicht, weil er antwortet eh mit LOL. Ich tue einfach mal so, als ob ich es nicht fragen würde. Aber egal. Das auch macht Spaß. So wurscht. Hauptsache du verteidigst die Midlane ganz gut. Alles andere zählt ja nicht.
Schade, zu schnell gewesen. Hab das weggeschmissen. 2,2 Sekunden Vorsprung. Leider, leider. Jo, hab ich eigentlich das Ähnliche gesagt, Herr Grombi. Richtig geil von Mercedes eigentlich. Was die gemacht haben, richtig toll. Gut, haben auch profitiert von dem Ausfall, aber egal. Echt stark. Fand ich sehr geil. Hat mir richtig gefallen. Ja, war geil der Kampf. War geil der Kampf gegen Sainz. Perez meine ich. Oder? War schon. Nee, wir sind gegen Sainz war das, oder? Sainz oder Perez? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube Sainz war das. War der Ferrari hier? Da war Ferrari, nicht Red Bull. Ja, also der Fehler bei dem Restart, also was habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich auch noch nicht gesehen, seitdem ich schaue. Egal, ich verwechsel die beiden immer alles. Sind einfach scheiß Co-Piloten, weißt du? Was willst du erwarten? Die sind unwichtig. Der eine Co-Pilot vom Max, der andere Co-Pilot vom Leclerc, alles unwichtig eigentlich. Da kann man mal einfach in eine Tonne stecken. Also, eigentlich nicht Co-Piloten, sorry, Wingmans. Nicht nur Wingmans für ihre Team Nummer 1 Leute da. Nee, oh, verfangen im Ding. So, noch ein Auto und dann haben wir es für heute. Dann glaube ich, passt das. Haben wir schon wieder viel gemacht. Ich dachte nicht, dass ich heute überhaupt fahren kann, richtig. Heute 3 Stunden vorm Formel 1 Rennen. Und nach dem Formel 1 Rennen jetzt nochmal 5,5. Der Bedarf aber als Test scheint, dass ich diese Autos jetzt zum Finale der Strecke reintue. Ich würde gerne die Strecke noch einen Tag fahren, nur mit den Autos. Jo, die Tabletten ziehen mich schon extrem, extrem runter. Aber was soll ich sagen? Ich kämpfe eh immer damit, dass ich überhaupt wach bleibe irgendwie. Du spielst doch kein Spiel auf schwer. Du bist doch zu alt. Was erzählst du da? Grombi. Du bist über 100 gefühlt. Also was ist mit dir? Warte mal kurz, Soundtext. Viel zu leise, Alter. Ja, ich meine, also Formel 3. Muss ich sagen, gefällt mir auch schon immer gefallen. Ja, bla bla. Einfach nur wieder die Zahlung mit 93 bist du. Also komm, also manchmal denke ich mir auch, also was ist denn mit dir? Also aber gut. Du kannst ja nichts mehr erinnern, ich verstehe schon. Okay. Sagst du, das Gags TV Kappa Beste. Krass, dass der V8 so schwer zu fahren war.
Also der Formel 3, der war damals bei Road Atlanta. Für mich, dem einen Tag Fahrzeug des Tages, weil einfach super viel Spaß gemacht hat. Mehr als Formel 2 oder Formel 1 an dem Tag. Habe ich hier auch DRS mit dem Ding? Schon, oder? DRS drücken, gleich mal probieren. Jetzt, ja, geht. Ist an. Mal schauen, oh Gott, erste Kurve mit dem neuen Auto wieder. Kann ich hier ersten Gang gehen in dem 3? Ja, der ist nicht so schnell. Aber gigantisch, ich mag das. Fahrzeuge ohne Hilfe. Noch mal so fahren ohne Hilfen. Du musst ein bisschen aufpassen, dass du dich nicht drehst und richtigen Geschwindigkeit hier rein. Ich hätte zu langsam, weil ich hätte vielleicht viert machen können. Am schwersten habe ich mich jetzt getan mit LMP1, weil wegen zu schnell runterschalten, weil ich es mit Formel 1 verwechselt habe, hat es mich ja gedreht. Und der, mal kurz hier testen, in welchen Gang, 5. Und der Formel 2 aus 2017, der war auch ein bisschen schwieriger. Aber der ist einfach ultra hier. Ja, ist brutal, ist immer noch. Das Gefühl, es ist abends heißer geworden, es ist immer noch ultra heiß. Scheiße, ich habe DRS auf der einen Zone vergessen. Es war irgendwie nach 19, 20 Uhr heißer als den ganzen Tag irgendwie. Keine Ahnung. Schreib mich nicht an, du Arsch! Dann geh was nachtanken, spuck halt rein oder blink rein, hab ich Fuel, was ist mit dir? Gott, was habe ich getan? Ich habe mich an der rechten Wange gejuckt und dann musste ich das Lenker kurz loslassen. Aber denk an DRS-Gags. Jetzt. Also, ultra Auto. Sagt ja eins, Voodoo. Das Auto hat gar keinen Blinker. Also ist nicht schlimm, wenn es kaputt ist. Einfach ohne Blinker losgefahren.
Ja, also das war mein Lieblingsformel-Auto. Der fährt sehr geil. Vielleicht auch schon zu einfach, aber sehr, sehr geil. Du musst trotzdem aufpassen, wenn du nicht Kontinence hast, dann drehst du dich trotzdem. Man kann sich halt so herantasten von Runde pro Runde. Der Formel 2 V8, der ist halt einfach wild. Ja, richtige Ansicht, schon die ganze Zeit jetzt bei allen Autos. Einfach das Lenker weg, weil ich habe mein eigenes. So weit vorne sitzt, als ob du es echt so sehen würdest. Ich habe ja meinen Lenker genau da, wo das ist. Also, tolles Auto. Muss ich gar nicht mehr viel testen. Wow. DRS vergessen. Ich habe schon wieder DRS vergessen. Vorhin auch. Boah, ich hätte noch schneller sein können. 1,4 schneller. 1,4 Sekunden trotzdem schneller und mit DRS vergessen. Labert er mich fit hier? Aber das ist DRS drücken, so sagt er mir nicht. Weißt du, ich meine? Ich glaube, dass meine Reifen ein bisschen warm sind. Nur ein bisschen. So, ich kann jetzt echt gar nicht mehr fahren, weil meine die Tablette, die ich jetzt zuletzt genommen habe. Ich habe jetzt nur noch, ich sag mal, Hälfte der Sicht, die ich vor einer halben Stunde hatte. Ich sehe kaum noch was. Die Augen brennen und sie gehen einfach zu. Auch wenn ich nicht schlafen kann, die Augen gehen zu. Die wollen dauernd zugehen. Was bei mir sowieso immer der Fall ist mit den scheiß Tabletten, aber jetzt habe ich halt noch mehr genommen. Ich wusste, dass Udo kommt. Nicht zu ertragen ohne. Ich habe schon wieder DRS vergessen, kannst du nicht vorstellen. Ich finde, man kann sehr, sehr präzise mit dem fahren. War dein Wochenende, Udo? Dich nur ein bisschen gesehen, was hast du Schönes gemacht? Schade, dass wir dich nicht zum Racing bekommen haben. Hast ja bei AMS 2 doch Interesse gezeigt. Wir haben jetzt halt alles auf AC gesetzt. AMS2 war halt die ersten drei Wochen ganz witzig, dann haben wir halt hier sind wir geprogressed. Sector 1 is quick. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Vielleicht stoßen Sie noch irgendwann hier zu uns. Denken DRS-Gags? Hab ich. Tonight.
GZ, Katie, das erste Mal oder was? Noch nie das gespielt oder was? So, das war's. Das war's. 3 Stunden oder 3,5 Stunden vor Formel 1 und 5,5 nach Formel 1. Aber jetzt mit 12 Tabletten Intus schaffe ich es nicht mehr zu machen. Morgen wieder mehr Driving. Ich lasse die Strecke noch so. Ich werde morgen noch 2 Autos testen. Und dann werden wir morgen switchen. Ich muss noch die Strecke laden, mir eine schöne runterladen. Ich weiß nicht, ob du eine aktuelle hast hier vom Ungaro-Ring hier, Kurt. Ich habe nur eine Version von 2014 gesehen, 0985, aber das kann ich nochmal hin und her switchen und gucken. Dann lernen wir auch die Strecke. Mach das, Katie. Es gibt ja eine Menge einzustellen am Anfang, ne? Vergiss nicht, die Dinger zu installieren, die Custom Shader. Einfach nur Standard Custom Shader. Oh, das war Forzen. Oh. Die Standard Custom Shader und einfach die neueste Version, fertig. Musst nichts umstellen. Nur Standard installieren, einmal ins Spiel rein, danach kannst du installieren. Ja, und das ganze Stuff hier. Ne? Falls du Hilfe brauchst, gibt's YouTube. So ein Ding. So, jetzt muss ich ein paar Sachen mitnehmen. Ich muss auf Wireless wechseln. Um halb muss ich, also schon halb. Ich wollte sagen, muss ich noch andere Tabletten nehmen, aber das mache ich dann gleich. Und dann habe ich den Todesstoß. So. Habe ich eigentlich noch Ton bei dem? Ich tue jetzt mal die Wireless-Dinger anlegen. Weiß nicht, ob ich Ton habe. So, das mache ich mal aus. Okay. Die lasse ich da. Ah, ich habe das Wireless-Mikrofon gesucht. Kann ich hier umschalten? Ja, damit ist Fahren heute geschafft. Die Fahrschicht ist durch. Jetzt kommt dann die perverse, also ich meine die andere Schicht. So, Lenker ist hier am Boden, das will ich nicht. Das tue ich hier so umgedreht da rein. Oh, das sind nochmal Pforzen hier, das ist ja der Wahnsinn mit mir. Das muss ich mitnehmen zum Schlafen, immer neben mir haben, damit ich es im Mund führen kann. So, dann stelle ich gleich noch um hier. Aufnahme